So, plötzlich sieht der Kontostand nicht mehr aus wie eine Vorwahl, sondern eher wie eine Handynummer. Genau das ist ihm hier passiert. Es klingt erst einmal wie ein Märchen, ist aber für Lotto Chico aus der Dortmunder Nordstadt tatsächlich Realität geworden. Von ganz unten zum Lotto-Millionär von heute auf morgen, wie er von seinem Gewinn erfahren hat, was er sich als erstes gekauft hat und wie sehr er sich freut, das hat er uns exklusiv erzählt. Man muss sagen, man gönnt es nicht jedem, aber diesem Typen schon. Der 22. September. Schicksalstag für Kürsat aus Dortmund. Seine Freunde nennen ihn Chico. Um 3:45 tippt er im Stammladen um die Ecke. 139,15 € für einen Quick-Tipp. Losnummer 64-29-37-5. Laufzeit eine Woche. Dann wird bekannt, der Jackpot ist geknackt. Der Gewinner in Dortmund. Ich habe nicht sofort erfahren, ich wusste, ich habe was gewonnen, aber ich war zu feige, zu gucken, was ich gewonnen habe. Ich wollte erst mal mit diesem Traum so ein bisschen leben. Der heutige Glückspilz spielt schon seit 15 Jahren Lotto. Für Systemscheine gibt er tausende Euros aus. Dann sendet Chico einem Freund seine Zahlen zu. Der schaut nach, ob der Traum tatsächlich Realität wird. Nach 15 Minuten ruft er mich in Kamera an, der ist in der Türkei. Er guckt mich an, ich guck ihn an. Er so, atme tief durch, mein Bruder. Du bist ein Multimillionär. Ey, bei mir kamen die Tränen runter. Bei mir kamen wirklich die Tränen runter. Sofort wird gekündigt bei den Edelstahlwerken in Witten. Chico räumt seinen Spind aus und geht mit seinem Gewinn an die Öffentlichkeit. Präsentiert sich und sein Geld mit stolzer Brust. Und das nicht ohne Grund. Ich habe meine Ruf war kaputt. Die haben mich alle abgestempelt, kaputt, Drogenkonsument, das, Alkohol, feiert. Und ich bin zurzeit der glücklichste Mensch der Welt. Warum? Weil meine Mutter kann wieder lachen. Nicht, weil ich Geld gewonnen habe, dass mir gut geht. Ich habe sie jahrelang traurig gemacht. Mit 12 Jahren verlässt Chico die Türkei. Sein Opa ist Gastarbeiter in Deutschland, auch der Vater schuftet hier. Chico lernt schnell Deutsch, macht eine Lehre als Automechaniker. Da liegen die ersten Anschaffungen vom Lottogewinn natürlich auf der Hand. Hab mir einen Ferrari gekauft. Ich brauch das nicht. Fast 800.000 Euro habe ich diese Ferrari und das ist ein Sammlerstück. Ich brauche das eigentlich nicht, aber nur für diese Neider, die mich abgestempelt haben. Nur für die Leute würde ich hier rumfahren. Ich habe mir noch eine Porsche Turbo S2 geholt und eine Ferrari Jeep habe mir bestellt, kommt erst in 3-4 Jahren. Dann bleibt nur zu hoffen, dass Chico bei all der Kohle und den Karren auch Chico bleibt. Aber selbst da gibt er sich zuversichtlich. Wie ich gesagt habe, meine Klamotten, meine Autos, meine Wohnungen, Häuser, alles würden ändern. Aber ich selber würde ich nie Nase hoch machen. Niemals. Ich bin immer noch der alte Kürscher Chico. Mich kann man nicht ändern. Ach so, und Chico hat noch eine Nachricht an die Frauenwelt da draußen. Der 41-Jährige ist Single und auf der Suche. Die dürfte jetzt wahrscheinlich um einiges leichter werden.